Hallo, liebe werdende Mama. Dies ist dein Pilates-Workout. 20 Minuten für das erste Trimester der Schwangerschaft mit mir, Birte Glank, der Lilidoo-Fitness-Expertin für prä- und postnatale Fitness und außerdem der Erfinderin von Move It Mama, deiner Fitness-App für Schwangerschaft und auch für postnatale Fitness, um wieder in Schwung zu kommen. Heute werden wir 20 Minuten lang unseren Körper tonen und wir werden dafür einen Stuhl benutzen oder eine Faszienrolle, eine lange, um einfach die Balance besser halten zu können. Also hol dir schon mal einen Stuhl ran und außerdem nimm auch Wasserflaschen oder kleine Gewichte mit dazu, wenn du dich etwas mehr challengen willst. Also auf geht's mit dem Warm-up. Komm in die zweite Position, Zehen zeigen nach außen und erstmal ganz sanft auf und ab gehen, tief ein- und ausatmen. Bring die Arme im Wechsel nach oben, leichtes Stretching hier. Jetzt halten, spür die Dehnung in deiner Seite. Und jetzt wechseln wir dynamisch von der ersten in die zweite Position. Leichtes Federn in den Knien hier. Wenn du magst, kannst du auch schon etwas tiefer kommen. Und Seitenwechsel. Tiefer und wirklich die Arme öffnen und so auch den Rücken aufwärmen. Jetzt bring einen Fuß nach oben. Es kann schon ein bisschen wackelig sein. Dann nimm die Rolle oder auch einen Stuhl, um einen sicheren Stand hier zu haben. Und von hier kreuzt du das Bein. Achte darauf, dass dein Rücken lang und gestreckt ist. Und weiter atmen. Seitenwechsel. Scheitelspitze zieht hier nach oben. Ganz wichtig beim Pilates immer unsere Körperhaltung. Nochmal kurz tief ein- und ausatmen. Wenn du magst, kannst du auch die Arme mit nach oben strecken. Kleine Challenge hier für deine Balance. Und das war's schon. So, Mama, dann lasst uns mal die Beine zum Brennen bringen. Wir starten in der ersten Position. Füße zeigen im 45-Grad-Winkel nach außen. Und von hier kommst du dynamisch in die zweite Position und wieder zurück in die erste. Diese Übung kommt aus dem Barbereich. Pilates und Bar sind ja sehr eng miteinander verknüpft. Das mag die ein oder andere vielleicht etwas an Ballett erinnern, aber auf die Ausführung kommt es nicht an. Wichtig ist, dass du deine Beine spürst. Bring die Arme mit nach oben, so arbeitest du auch den Oberkörper und gerade die Schultern, Seitenwechsel. Und denk immer an die Körperhaltung. Stell dir vor, dich zieht jemand an der Scheitelspitze nach oben. Also schön aufrecht im Oberkörper bleiben. Gerade auch während der Schwangerschaft ganz, ganz wichtig, um Rückenschmerzen zu vermeiden. Von hier in der zweiten Position bleiben. Und dann bringst du deine Fersen nach oben und wieder nach unten dynamisch. Wenn das zu anstrengend ist, dann kannst du die Fersen auch im Wechsel nach oben und unten bringen. Und bleib dran, darum geht es beim Pilates. Viele Wiederholungen und so brennt es ordentlich in der tieferen Muskulatur. Dynamisch, wenn du hoch gehst, ausatmen, beim Absenken einatmen.
Cardio-Bereich zu atmen, kannst du die Übung einfach etwas schneller ausführen. Von hier wieder zurück, die Fersen anheben, wechselseitig oder wieder gleichzeitig. Arme zur Seite bringen. Wenn du wolltest, könntest du sogar Kurzhanteln hier nehmen, um die Schwierigkeit zu verstärken, um die Schultern mehr zu arbeiten. Und versuch mal noch etwas tiefer zu kommen. Aber bleib dabei schön gestreckt im Oberkörper, kein Hohlkreuz machen und das Atmen nicht vergessen. Bleib dran hier und von hier kurze Pause. Nimm deine Kurzhantel, wenn du magst, die Rolle oder auch einen Stuhl, um die Balance besser halten zu können und dann das gestreckte Bein zur Seite bringen und gleichzeitig den Arm nach oben. Wieder gilt es, gestreckt im Oberkörper zu bleiben. Bei der Ausatmung stellst du dir vor, du schließt den Reißverschluss, das heißt, der Bauchnabel zieht nach oben innen. Man sagt beim Pilates ganz gerne, der Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Wenn man schwanger ist, finde ich, ist das etwas schwierig. Stell dir eher vor, du ziehst das Baby Richtung Wirbelsäule und nach oben. Und bei der Einatmung stellst du dir vor, dass dein Rippenbogen sich zu beiden Seiten hin nach außen dehnt und dann ausatmen und dann schließt du, wie gesagt, den Reißverschluss nach oben. Seitenwechsel hier. Wenn dir das zu anstrengend ist, kannst du natürlich auch die Kurzhantel zur Seite legen oder du nimmst eine schwerere Kurzhantel, je nachdem, wie du dich fühlst. Versuch mal, die Zehenspitzen zu strecken. Und du kannst entweder den Fuß immer wieder dazwischen abstellen für mehr Balance oder aber du stellst den Fuß gar nicht ab und bleibst wirklich die ganze Zeit über dem Boden schwebend. Mal ausschütteln. So, von hier finde eine angenehme Position, in der du gut das Gleichgewicht halten kannst und dann ein Bein gestreckt nach hinten abheben kannst. Jedes Mal versuchen, die Po-Muskulatur wirklich aktiv anzuspannen, wenn du das Bein hochbringst. Und jetzt drehst du den anderen Fuß etwas ein, 45 Grad, und jetzt Bein und Arm gleichzeitig nach oben bringen. Arm und Bein sind gestreckt, so gut es geht. Versuch nicht zu sehr ins Hohlkreuz zu kommen. Das passiert gerade, wenn der Bauch schon etwas größer ist, aber versuche das aktiv zu vermeiden. Jetzt leichter Crunch hier. Also du bringst dein Knie und dein Ellbogen zusammen. Und einmal kurz ausschütteln, wechsel die Seite und auch hier, du kannst den Fuß immer jedes Mal abstellen dazwischen oder einfach über dem Boden schwebend halten. Letzteres ist natürlich anstrengender. Und desto weniger dich aufstützt, desto schwieriger wird es auch, weil natürlich es schwieriger ist, die Balance zu halten. Jetzt wieder der Fuß eingedreht und nochmal das Bein und den Arm gleichzeitig wirklich nach vorne und nach hinten ausstrecken. Stell dir auch vor, jemand zieht vorne und hinten das Bein und Arm in die Länge. Wieder zusammenführen und denk dran, dein Standbein jedes Mal zu beugen und wieder zu strecken. Für mehr Intensivität beugst du das Bein etwas mehr, kommst also tiefer. Vergiss nicht das Atmen und einmal wieder ausschütteln.
So, von hier bring beide Füße eng nebeneinander, Kurzhantel zur Seite und komm auf die Zehenspitzen und dann so tief wie du kannst. Und hier bleiben, kleine pulsierende Bewegungen, das brennt in den Oberschenkeln, aber das ist Ziel der Sache. Und wenn es zu anstrengend ist, kannst du natürlich auf dem ganzen Fuß weitermachen. Aber ansonsten wieder hoch mit den Fersen. Schön atmen, Rücken bleibt gerade. So, von hier noch einmal hoch und wieder tief und jetzt tatsächlich auf dem ganzen Fuß und etwas höher. Also stell dir vor, du sitzt quasi auf einem Hochstuhl oder du setzt dich jedes Mal auf einen Hochstuhl ab und weiterhin pulsierende Bewegungen hier. Rücken bleibt gerade. Du kannst auch die Arme nach oben bringen, um wirklich sicherzustellen, dass du eine gestreckte Körperhaltung hast. Und ausschütteln. Super Job, Mama! Wir kommen auf den Boden, um unsere Brust, Rumpf und den Bauch zu trainieren. Leg dich auf deinen Rücken ab. Im ersten Trimester sollte das noch problemlos möglich sein, aber wenn nicht mehr, dann nimm es deinem Rücken einfach nicht übel. Und von hier auf und ab. Wir trainieren also die Brust und gleichzeitig den Hintern, die hintere Oberschenkelseite. Seitenwechsel, finde deine eigene Geschwindigkeit hier. Wenn dir das zu anstrengend ist, lass beide Füße am Boden. Ansonsten versuch immer wieder ein Bein hochzubringen. Du kannst auch jederzeit die Kurzhanteln weglassen oder natürlich auch schwereres Gewicht nehmen. Und dann von hier einfach oben halten, pulsieren. Um nochmal die Intensität zu erhöhen hier. Wie immer im Pilates geht es um viele Wiederholungen, um Ausdauer. Und Ausdauer brauchen wir als Mama. Jetzt kommst du auf deine Seite. Achte darauf, dass deine Hand genau unter der Schulter ist und dann bringst du Arm und Bein zusammen. Finde deine eigene Geschwindigkeit hier. Wichtiger ist eine saubere Ausführung, als dass du das besonders schnell machst. Vielleicht hast du es gerade gesehen, ich habe die Hand noch einmal gedreht. Schau einfach, wie dir es besser gefällt, wie du dich besser abstützen kannst. Und jetzt eindrehen und wieder öffnen. Das kann etwas wackelig sein. Ich korrigiere hier auch noch einmal. Also wirklich die Schulter über der Hand genau. Und ausatmen, wenn du eindrehst. Einatmen, wenn du wieder öffnest. Jetzt nochmal Ellbogen und Knie zusammenführen. Die einfache Variante ist, den Fuß immer wieder dazwischen abzustellen. Aber versuch auch mal, den Fuß einfach die ganze Zeit vom Boden abgehoben zu halten. Atmen nicht vergessen und der Oberkörper ist weiterhin gestreckt. Wie immer beim Pilates geht es um eine tolle Körperhaltung. Jetzt wechseln wir die Seite. Du kannst auch mal versuchen, auf dem Unterarm das Ganze zu machen, aber wenn du noch kannst, dann komm lieber auf den gestreckten Arm, also auf die Hand. Du könntest auch ein Kissen oder etwas anderes unter die Hand legen, um etwas höher zu sein. Und nochmal eindrehen und wieder öffnen. Beim Öffnen wirklich schön auch den Brustkorb öffnen, sodass du gleichzeitig in die Dehnung hier kommst. Und immer wieder die typische Pilates-Atmung, Bauchatmung.
Das heißt, wenn du ausatmest, dann ziehst du den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule oder besser das Baby nach oben, innen oder auch nach oben und Richtung Wirbelsäule etwas. Geschafft hier. So, von hier einmal kurz ausschütteln. Und jetzt geht es weiter. Einmal in Child's Pose, um den Rücken noch einmal zu lockern. Und von hier kommst du jetzt auf deinen Rücken nochmal. Besser gesagt auf deine Unterarme. Bringst die Beine nach oben und wir arbeiten den Bauch ein wenig. Im ersten Trimester geht das auf diese Art noch. Später würde ich dir diese Übung nicht mehr empfehlen, zumindest nicht, wenn du die Beine weiter nach unten bringst. Sobald dein Bauch sich irgendwie komisch wölbt oder spitz zuwölbt, ist das ein Zeichen, dass das ein zu großer Druck auf deine geraden Bauchmuskeln ist. Im ersten Trimester sollte das aber noch problemlos der Fall sein. Drück dich wirklich aus den Schultern hier raus, Brust raus, um richtig gerade im Rücken zu sein. Dann noch ein paar Flutters hinterher. Und auch hier, wenn du die Beine tiefer bringst, ist es natürlich anstrengender. Gerade zu Beginn des ersten Trimesters noch kein Problem, wenn du trainiert bist. Hinterher lass sie eher Richtung nach oben, Richtung 90 Grad. Nicht das Atmen vergessen. Und von hier jetzt noch einmal die Füße abstellen. Wieder Oberkörper gestreckt und hier in den V-Sit kommen. Und dann von hier kannst du die Beine strecken und wieder anwinkeln. Und jetzt teste mal, ob du das schaffst, ohne mit den Händen zu helfen oder ob du lieber deine Hände zur Hilfe nimmst. Weiter atmen. Absetzen die Füße und noch einmal die Beine wechselseitig nach oben ziehen. Und absetzen und das war's, Mama. So, dann lasst uns unser Workout mit einem kleinen schönen Cooldown beenden. Erstmal Dehnung für die Gesäßmuskulatur hier. Ausfallschritt, Arme bringst du nach oben und dann über die Seite dehnen. Versuch tief in die Seite einzuatmen hier. Tiefe, ruhige Atmung. Und jetzt dehnen wir die Beinrückseite. Versuch wirklich weiterhin den Rücken gestreckt zu lassen. Stell dir vor, die Scheitelspitze zieht wirklich in Verlängerung des Rückens nach vorne. Dann von hier bring den Fuß etwas rüber, um dann in die Pigeon-Pose zu kommen. Und wenn du kannst, dann bring deinen anderen Fuß nach oben. Und spür die Dehnung in der Oberschenkelvorderseite. Versuch nicht zur Seite zu kippen, sondern die Hüften gleichmäßig zu halten. Über den Plank zur anderen Seite wechseln. Wieder die Arme nach oben bringen und wieder über die Seite in die seitliche Dehnung kommen. Wieder die Beinrückseite dehnen, Zehenspitze angezogen und wenn du mehr
mehr Dehnung willst, dann kommst du tiefer, aber der Rücken bleibt weiterhin gerade. Kopf eigentlich am besten in Verlängerung der Wirbelsäule. Und bring das Bein wieder rüber zur anderen Seite. Wenn du willst, bleibst du hier in der Pigeon-Pose oder aber du bringst deinen Fuß nach oben und dehnst noch die Oberschenkelvorderseite hier. Hier langsam aufrichten, nicht dass dir schwindelig wird. Das kann schon mal im ersten Trimester ganz gut passieren. Der Körper ist mit vielem hier beschäftigt. Und dann die Arme wirklich nach hinten strecken, um die Dehnung in der Brust zu spüren. Langsam nach oben bringen und dann Fingerspitzen zusammenbringen. Und jetzt die Innenflächen der Hände zeigen nach oben. Schultern tief zur Seite dehnen und versuch den Sitzbeinhöcker von entgegengelegener Seite in den Boden zu drücken, also Richtung Boden, sodass deine Hüfte also gleichmäßig bleibt und sich nicht in eine Richtung schiebt. Nochmal nach oben ziehen und wieder runterkommen. Und das war's schon, Mama. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit unserem Pilates-Workout für das erste Trimester deiner Schwangerschaft. Wenn ich dich auch im zweiten und dritten Trimester damit begleiten soll, dann schau einfach rein. Hier im Lilidoo-Channel haben wir dazu auch die Workouts und außerdem auch noch Schwangerschaftsgymnastik. Und noch mehr Workouts gibt es dann in unserer Move It Mama App im App Store und im Google Play Store. Also viel Spaß und bis ganz bald. Keep it moving, Mamas!